Hallöchen Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wie drückt man? Ja klar weiß ich das. Haha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Würde ich auch hoffen. Zelda. Von hier aus sprichst du runter. Was? Siehst du das runde, den roten Bodenreif? Vor der Statue der Göttin landet dort, um die Zeremonie zu beenden. Wenn du abgeschwungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Was? Ah! Also scheiße. Scheiße. Scheiße, Leute. Das ist doch scheiße. Nein! Los, los, in die Mitte! Didit! Phew. Ich weiß euch, dass das Spiel alles mehr gespielt habe. Da habe ich da voll auf gefailt, Leute. Das hast du toll gemacht, Dominik. Findest du? Dankeschön. Los, sag's ihm doch einfach, Zelda. Jeder weiß es doch jetzt. Mann. Sag mal, Dominik, jetzt hast du schon gewonnen. Ja. Was gibt's? Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Ha? Also, wie wär's mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Gerne! Hui! Dominik, hör mal, Dominik! Was ist denn? Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Ja. Weißt du was, Dominik? Was denn? Dom und ich, wir... Ja. Hey! Was war das? Was? Hey, was? Was zum Teufel? Zelda, lass dich nur umkehren. Drehen wir um, Zelda. Halt, bleib stehen, Zelda, halt dich fest. Was ist das? Zelda, nein. Dominik! Zelda! Autsch! Das tat weh. Oh. Wir fallen. Matas! Dominik! Hä? Lebe ich oder bin ich tot? Ist das ein Engel? Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Dominik. Zelda. Zelda, nimm meine Hand! Ach du Scheiße. Das war nur ein Traum. Endlich bist du aufgewacht. Ha? Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hätte du keine großen Verletzungen davon getragen. Es war doch kein Traum. Zelda. Dominik, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Da kam so ein komischer Sturm. Der hat sie mitgerissen und ich wollte sie retten und dann war ich tot. Ja, das ging einfach zu schnell. Ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Nein? Oh. Ich gehe sie suchen. Du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Dominik, als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Ja,
Irgendwie schon. Sie hat irgendwie so eine komische Stimme gehört und so. Vom Erdlin hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es wohl gut gehen, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Ich gehe sie trotzdem suchen. Hör mir zu, Dominik. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Bist du? Will ich schaffen. Zelda. Hä? Was war das? Ein Gespenst? Hä? Was zum Teufel? Erstmal wieder in den Schrank. Du hast einen blauen Rubin gefunden, der ist 5 Rubine wert. Steck ihn in deinen Beutel und nimm ihn mit. Okay, was war das? Ha? Huh? Was bist denn du? Bleib stehen! Moment, du warst doch eben in meinem Traum. Hey, bleib stehen! Halt! Einfach durch die Tür verschwunden. Gibt's doch nicht. Wo gibt's denn sowas? Einfach durch die Tür verschwinden. Also echt. Bleib stehen. Komm schon. Bleib stehen. Ich habe gezählt, wie lange man sprinten kann. Er sprintet insgesamt 14 Sekunden lang, Leute. Hey, das ist ja die Kat. Das ist das von heute Mittag. Ah, das süße Kätzchen. Hä? Oh mein Gott, es sieht nicht mehr so süß aus. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Sterben! Stirb! Stirb! Und jetzt? Rüber hier! Ho! Los, spring! Springen, sagte ich. Ich dachte springen, Link. Link? Provoziere mich nicht. Da ist eine Fledermaus. Zack! Da ist noch einer. Und ein Glibber. Zack, down. Ha! Hoch und da ist schon wieder ein Glibber. Stopp! Und hier hoch. Ha, ha, ha. Immer schön springen. Es geht schön schnell. Jo, nee. Ah ja, Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi 2 werde ich für die Wii Let's Playen. Das finde ich besser für die Wii. Ja, Leute, es ist wirklich besser für die Wii. Das beherrsche ich besser als auf der PS2, Leute. Ich weiß auch nicht warum. Hey! What the fuck? Wie macht sie das denn? Hä? Huh? Was zum... Ah, da ist eine Tür. Da ist eine Tür drin? Warum das? Bei der Statue der Göttin... Wir hätten doch voll den anderen Weg nehmen können eigentlich. Oder nicht? Nee, da ist zu. Okay, geh rein. Ein Schwert. Ein Schwert? Aber nicht das Masterschwert. Oh. So, bist du der Geist des Schwertes? Ich habe dich erwartet, dich den von meiner Schöpferin auserwählten. Auserwählten? Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Dominik. Ich bin dein Gebieter? Ein geheimnisvoller Traum. Mein plötzlicher Erschein. Die Angst und Sorgen um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Hä? So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Echt?
Das Mädchen, das du suchst, Stellas Leben, ist nicht verloren. Sie lebt! Das ist ja mal eine gute Neuigkeit. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Jo. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Ja. Ah, du machst mir Angst, lass mich in Ruhe. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir den Gebieter des Schwertes folgen, zücke nun es nun und strecke es himmelwärts. Okay. Das ist jetzt auch so geil. Wir müssen jetzt mit dem Schwert ausrichten. A drücken. Und jetzt wie ein richtiges Schwert rausziehen. Und. Ching! So. Ching! Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Cool. So ist es gut. Gebieter. Mein Gebieter. Hä? Wow. Dominik. Hä? Unser Chat hat sich auch gleich schon wieder mit erinnert. Kann es denn sein, dass du es bist, Dominik? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwerts betreten wird? Legendärer Jüngling? Hä? Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in diesem Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Was? Das Licht des göttlichen Schwerts vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Du wusstest davon. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Provinzzeit meines Lebens erfüllen würde. Hä? Es ist wie die Prophezeiung sagte, ein Jüngling wird führen das Schwert, wenn er noch ein Kind, wird er doch beschützt worden der heiligen Kraft. Ich? Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von Offenbarungen, die dein Urahn empfing, ist ja ein großer Teil bereits verloren gegangen. Was? Erwählt von der Göttin, der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und es gebietet mit starkem Geist, Kind des Schicksals, erwählt von dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort auch hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Aha. Zelda! In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Atlant heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden und die heilige Maid. Um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist das jemandem gelungen. Was machst du da? Hä? Kling, 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 kling. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gespieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gegen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Ja Leute, ich würde dann sagen, aber ich beende hier den Part. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.